Heute ist es endlich soweit. Heute besuche ich zum ersten Mal das neue Pokémon Center und das Pokémon Café, das ganz neu dieses Jahr aufgemacht hat. Ich bin schon sehr gespannt und habe zur Verstärkung mein Schlupuck im Gepäck. Das Pokémon Center sowie auch das Pokémon Café findet ihr in der gleichen Etage vom Nebengebäude des Kaufhauses Takashimaya. Dieses ist sehr leicht von der Tokyo Station aus zu erreichen. Nehmt einfach den Yaesu Exit und lauft die Sakura-Dori entlang. Nach zwei Kreuzungen kommt ihr schon zum besagten Kaufhaus. Dort müsst ihr in die 8. Etage und nehmt von dort aus einen Übergang, der zum nächsten Gebäude führt. Und ehe ihr euch verseht, steht ihr vor Relaxo, Pikachu und Mew, die euch begrüßen. Zur Linken des Raumes geht es zum Café. Aber erst wird das neue Pokémon Center abgecheckt. Dort gibt es Nihonbashi-exklusive Pikachu-Plüschtiere und Goodies. Momentan gibt es dort auch eine Lapras-Pikachu-Aktion mit vielen süßen Sachen. Es kostet halt so viel wie 8 Mal eine Box. Letztes Mal, was haben das? Ich habe so Fuji und Fuji-Style so Sachen gekauft und das war echt, ich habe 6.000 oder so jetzt gekostet, das war schon echt happig. Oh, meine Beine, oh Gott. Oh, so sind die Sachen süß. Ach hier, das ist das Spiel, oder? Hier, guck mal, Detective Pikachu. Das ist von den deutschen Wrestling-Spielen. Das Mandy Pikachu. Ich muss mir so ein Ding noch kaufen. Oh, ist das süß, oh Mann. Das ist wie so ein Freizeitpark. Echt, dieses Wetter. Cool. Wie viel hast du noch mal bezahlt gehabt für die Lucky Bag? 4.000. Ja. Echt? An einer Wand findet ihr 3 Pokédexe, an denen ihr euch austoben könnt.
ja doch nicht drin, oder? Es gibt sogar auch eine Funktion, in der man den Pokédex auf Deutsch umstellen kann. Das ist echt verdammt cool. Ich kam mir vor wie bei Minority Report. Ja, jetzt müssen wir hier voll QA machen. Ne? Quality Management. Jetzt müssen wir jetzt checken, ob sie alle richtig sind. Jetzt aber ab zum Café. Ich bin schon total hungrig. Hier seht ihr das Menü. Es ist sehr vielfältig und alle Sachen sehen total niedlich aus. Da fällt es wirklich schwer, sich zu entscheiden. Es gibt sogar Getränke, bei denen man die Tassen oder Tumbler hinterher mitnehmen kann. Einige Getränke kann man sogar auch selbst zusammenmischen. Klingt nach einer wahren Barkeeper-Herausforderung, nicht wahr? Heute gab es einen Evoli-Donut als Appetizer und ein stylisches Ditto-Getränk, das die Farbe wechseln konnte. In dem Getränk war Jelly drin. Das glibberige Zeug hat super zu Ditto gepasst und es war super lecker. Zu jedem Getränk gab es eine Lottery, bei der man einen Coaster gewinnen konnte. Man musste sich auf einem Tablet ein Pikachu aussuchen und dahinter verbarg sich jeweils ein Coaster. Das war so irre. Ich war das erste Mal dort und habe gleich den seltensten Coaster bekommen. Schaut euch dieses süße Mew an. Als Hauptspeise habe ich mich für den Evoli-Burger entschieden. Dieser war im Gegensatz zum Boneless-Kaffee-Burger diesmal mit Hühnchenfleisch. Als Nachspeise habe ich den Pummeluff-Käsekuchen gewählt. Schläfrig hat es mich nicht gemacht, aber wirklich sehr satt. Und dann kam ein Pikachu in das Café. Es gibt scheinbar zwei, ein männliches und ein weibliches Pikachu. Heute war es das weibliche Waitress-Pikachu. Ich konnte so süß mit den Ohren wackeln. Es ging sogar einmal rum im Café, sodass jeder Gast die Möglichkeit hatte, Fotos zu machen. Thank you.
Am Eingangsbereich gab es noch eine Menge Merchandise. Wir haben an dem ganzen Abend wirklich gut gegessen und das war sicher nicht der letzte Besuch im Café. Zum Glück ist es kein zeitlich begrenztes Café. Es ist allemal einen Besuch wert. Auf der Webseite des Cafés könnt ihr eine Reservierung vornehmen, die nichts kostet. Ein Muss für jeden Pokémon-Trainer. Vielleicht bekommt ihr ja auch mal die Gelegenheit, dieses Café zu besuchen. Bringt auf jeden Fall guten Hunger mit und grüßt Pikachu, wenn ihr es seht. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Bericht gefallen. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Video.